So, liebe Freunde meines Kanals, da sind wir wieder hier zurück im Reich von Volnir und im Reich der Skelette. Wartet mal, ganz kurz. Skelette reagieren doch sehr gut auf Feuerschaden. Wollen wir uns nicht schnell eine Waffe auf Feuer hochpumpen? Ich meine, das kostet uns jetzt nur ein paar Seelen. Wir haben aber eh noch hier ein paar Seelen. Ich habe ja jetzt ganz viele kleine... Lass uns mal eine Feuerwaffe machen. Irgendeine Waffe, mit der wir ein cooles Movement haben. Und dann auf Feuer. Weil ich habe ja auch einen Feueredelstein zum Feuer durchwirken. Das ist eine gute Idee, oder? Ich bin der Meinung, ja. Also so eine Feueraxt oder so ist bestimmt eine gute Sache. Wir gucken mal, was wir haben. Also guck mal hier. Zum Beispiel die Axt hier. Ne? Banditenaxt. Wir haben noch das Schlachtermesser. Eine Keule wäre doch ganz geil. Eine verstärkte Keule. Die Großkeule. Eine Keule, damit Feuerschaden. Aber das Gewicht von der Großkeule, das Gewicht, ne? Ne, mir gefällt das Movement nicht. Ja, schon viel besser. So, was ist die... Aber mit der Keule müssen wir halt dran, aber wir machen damit halt... Ne... Aber ich denke, die Keule oder der Zweihänder. Aber ich glaube, die Keule hat das bessere Gewicht. Guck mal, dann lass uns doch die Keule durchwirken. So, durchwirken. Keule mit Feuer. Und jetzt verstärken wir noch die Keule. So, feurige Keule plus 3. Be careful. Ne? Weil feurige Waffen und so machen doch eigentlich immer mehr Schaden bei Skeletten, weil die doch immer gegen Feuer allergisch sind. Ich hoffe, es ist immer noch so. Wenn nicht, haben wir jetzt einfach das Material verhauen. Wobei, die kleinen können wir uns ja auch noch kaufen. Also diese kleinen Titanit. Ich glaube, es ist Titanit diesmal. Ich habe das völlig aus den Augen verloren. Aber die kleinen können wir uns halt kaufen, deswegen macht es jetzt eigentlich für uns keinen Unterschied. Wir müssen halt Burst Damage hinkriegen, weil je schneller wir seine Schellen da zerhauen, das macht ihm halt richtig, richtig viel Schaden. Und wir müssen gucken, wie wir am schnellsten zu ihm hinkommen. So. Jetzt gucken wir erstmal zum Beispiel jetzt am... Ah, doch, ich glaube, ich habe den Zauberer getötet. Ja, weil sie werden nicht mehr wieder lebendig. Also, ich muss also den Zauberer hier irgendwo erwischt haben. Achso, oh Gott. Das Geheimnis ist dann wirklich wie... Ach, guck mal, da müssen wir hin. Da ist ein Feuerchen. Dann lasst uns mal doch gucken, wie wir da hinkommen. Ah, nee, jetzt finden wir einen Zauberer irgendwo. Aber hier irgendwo, genau, führt ein Weg dahin, wo ich hin will. Ah, der Milchring. Oh Gott. Leute, ich bin hier gerade am Exploren. Ihr könnt mich doch nicht jetzt hier mit euren Zaubern zuwerfen. Ja, was der Milchring macht, das gucken wir uns gleich an. Wir haben gesehen, da ist halt so ein Bonfire hier. Oh Gott. Heute spielen wir das Spiel. Wie können wir mit Yuga mit allem möglichen Scheiß vollhauen? Boah. So. Ah,
Ach, guck mal, hier hinten haben wir den Weg zum Leuchtfeuer zumindest schon mal gefunden. So. Und mit dem Weg zum Leuchtfeuer gibt es dann natürlich auch den Weg, wir müssen dann hier runter wahrscheinlich. Genau, da kamen dann die Räder. Ah, guck mal, hier hinten war noch ein Überrest. Noch ein anderer Ring. Ah, guck mal, noch ein bisschen Kacke gibt es hier auch. Und daran sterbe ich jetzt auch gerade. Okay. Ja, ne, so ist es halt, wenn man hier Dinge erkundet. Klappt halt nie immer alles so, wie man sich das erhofft. Aber wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, was wir da für Ringe bekommen haben. So, zum Beispiel. Oh, langsam sind alle Ringe wichtig, die ich habe. Da haben wir zum Beispiel den... Ah ja. Verstärkt Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. Erhöht die Geschicklichkeit leicht. Macht beim Rollen unsichtbar. Oh, das ist ja nicht schlecht. Das können wir uns doch mal hier mal so reinhauen. Cool, Geschicklichkeit erhöht. Wie viel jetzt eigentlich? Wir können ja gucken, wie viel Geschicklichkeit haben wir denn jetzt? 17. Glaube ich, eine Geschicklichkeit dazu bekommen. So. Na dann. Okay, also der Weg ist echt, auch ich renne aber auch wirklich jedes Mal, renne ich hier halt rein. Oh Mann, jedes Mal renne ich in diesen ersten Gang hier rein. Da muss ich ja gar nicht rein. Aber das ist halt wirklich so ein Gebiet, also wir kennen das ja auf dem Weg zu Nito. Ich bin da kein großer Fan von, deswegen ich versuche dann hier auch immer einfach durchzulaufen. Ist jetzt vielleicht nicht der coolste Weg, aber sind wir mal ehrlich, sich hier durchsterben macht halt auch wenig Sinn. Ich weiß, erkunden und so. Ich weiß, für die Erkundung ist es halt wichtig, dass man auch diese Gebiete hier mitnimmt, aber seid mir nicht böse, wenn ich das sage, aber war ich jetzt eigentlich hier hinten richtig? Nee. Bin ich denn bitte da hingekommen, wo ich jetzt beim letzten Mal den Weg zum Boss gefunden habe? Also hier auf dem Weg muss auf jeden Fall noch etwas sein. Auf jeden Fall muss hier noch... Wow. Ah ja, guck mal. Noch eine Asche. Das heißt, wir bekommen Items. Wow, ein geheimer Durchgang. Und ich bin gestorben. Wer hätte das gedacht, dass ich hier sterbe? Außer jeder. Mist, ich finde den Weg zum Bossraum nicht mehr. Ich meine, ich finde ein paar coole Items auf dem Weg. Aber irgendwie bin ich ja zum Boss gekommen.
Vielleicht hier hinten einfach mal hochgehen? Nein! Ach, da komme ich wieder zurück zum Anfang. Ach cool, guck mal, das heißt, ich muss gar nicht zwingend diesen Weg laufen, den ich jetzt schon die ganze Zeit laufe. Ich kann auch einfach hier hinten weiterlaufen. Und komme dann zumindest... Ah, guck mal, und dann geht es hier hinten. Ah, guck mal, hier geht es jetzt in diesen Höhlenbereich rein. Ach nice, schaut mal. Jetzt kommen wir hier nämlich in den Höhlenbereich rein. Ach guck mal, so geht das. Ah, okay, so kommen wir dann auch wirklich schnell zum Boss. Aua. Okay, gut. Der hat sich selbst ausgenockt. Ach ja, hier hinten lang. Also mich stören gerade so ein bisschen die Mini-Ruckler, die ich hier habe. Ah nee, von hier aus kam ich ja. Oh, also heute bin ich aber echt nicht so fit, was hier meine Orientierung angeht. Wobei die Optik hier wirklich sehr cool ist, muss man sagen. Ach ja, hier, guck mal, hier hinten lang. Genau, hier kamen dann die 2 Millionen Skelette. Weswegen wir einfach dann schnell hier über die Brücke müssen. Und da hinten kommen wir jetzt ja sowieso in den Bossraum hinein. Boah, ich glaube, ich werde gleich mal meinen Rechner neu starten. Ach, der Bosskampf startet erst, wenn wir echt diesen Kelch berühren. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann mir schon mal vorher die Glut reinhauen. Ah ja, dieser... Okay, diese... Okay, er macht Schaden. Seinem Atem. Der Atem, diese schwarze Wolke hier, die macht Schaden. Ich weiß leider nicht, welche Art von Schaden. Sehe nur. Boah. Ich habe halt keine Reichweite mit der Waffe. Deswegen bringt mir jetzt gerade die Waffe hier ganz schön wenig. Gut, dass wir sie aufgewertet haben. Schnell mal die Axt wieder rein. Aus üblichen Damage-Gründen. Jetzt einfach mal die Axt. Mann, ich treffe nichts. Jetzt holt er nämlich seine Skelettkumpels hier ran. Aber er macht sie auch noch selbst fertig. Das ist ja das Geile daran. So, die erste Fessel haben wir zerstört. Uah. Uah. Uah, Jesus, der Kong ist leer.
Okay. Wir haben es jetzt beinahe geschafft. Merken wir uns, wir müssen halt wirklich an ihm dran sein und Damage machen. Ich glaube, Schild braucht man bei ihm auch gar nicht benutzen. Ich glaube, das bringt uns bei ihm fast nichts. Aber das Blöde ist auch, wir müssen fast jedes Mal eine Glut verwenden. Weil auch ohne Glut, aber ich habe ja noch gut 6 Glut habe ich noch. Ich kann ja dann notfalls auch noch Glut kaufen. Und es lohnt sich auch, wie ich festgestellt habe, sich erstmal auf einen Arm zu konzentrieren. Also nicht irgendwie zu vorschnell versuchen, mehrere Arme anzugreifen. So, ich... Oh. Mist, der kann ja schießen. Ein einigermaßen habe ich jetzt den Weg zum Boss schon drauf. So, ja, beidhändige Axt. Möglichst schnell halt seine Schellen vernichten. Also müssen halt alle, müssen halt die Schellen vernichten an jeder Hand. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann werden wir nicht ausgelacht. So. Ich nehme mal das Schild weg. So. Zwecks der... Mist! So! Ja, es ist... Es erwies sich ja als ganz gut, wenn wir halt erstmal einen Arm fertig machen. Oh. WTF! Okay. Krass. Krass, krass, krass. Das war jetzt echt krass. Also ich hätte es beinahe hingekriegt, also gescheitert sind wir dann tatsächlich gerade wirklich nur daran, dass ich da nochmal in diese schwarze Pest reingerannt bin. Und man darf nicht zu weit, ich glaube, wenn man an ihm dran bleibt, dann schafft man es zumindest auch, dass er einen, dass er nicht diese Skelette ranholt. Man muss halt wirklich eine Menge Damage austeilen, um eben ganz schnell diese Fesseln da abzuschlagen. So. Ich hoffe, dass ich das noch in dieser Folge schaffen werde. Deswegen starte ich noch einen Versuch. Danach werde ich immer meinen Rechner neu starten, weil irgendwie ruckelt das Spiel auch dezent. Also das ist nicht die Qualität, die ich bei Dark Souls 3 gerne bieten möchte. Also haben wir eigentlich irgendwelche Ringe, die uns auch stärker machen? Erhöht Schadensminderung bei geringeren TP. Verstärkt Angriffe bei voller TP.
Vielleicht bringt's ja was. Oh ja. So, erste Fessel ist schon zerschlagen. Zweite Fessel ist zerschlagen. Boah. Doch noch seine Helferlein ran. Hochfürst wollen wir. Ab mit dir zurück unter die Erde. Seele des Hochfürsten wollen wir. Und oben öffnet sich eine Tür und wir haben ein neues Bonfire. Ja, wir bekommen richtig viele Seelen, das ist schön. Und damit haben wir quasi, keine Ahnung, irgendetwas mit dem Kelch gemacht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, wollen wir es besiegt. Und damit kann ich mich zufrieden zurücklehnen, kann ja meinen Rechner neu starten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play Dark Souls 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer Hyuga.